Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dirn Stuff. Wir haben letztes Mal hier aufgehört, wo wir uns hier ausgelockt haben und sind jetzt auf Weltreise. Ich wollte irgendwo hinrennen, ich weiß noch nicht mehr wo. Gehen wir einfach mal da hoch, würde ich sagen. Mal ein bisschen umgucken. Ich nehme jetzt wieder auf. Ja, ich habe ja vorhin quasi nur eine Folge aufgenommen. Das war für mich vorhin. Ihr habt das gestern, ihr habt das vor 2 Tagen gesehen, glaube ich. Egal. Und mache jetzt weiter und habe zwischendurch was anderes gemacht. Und warum erzähle ich das? Ich weiß es gerade auch selber nicht. So, wir nehmen mal hier die Büsche einfach mit. Ich muss ja immer alles noch sammeln hier. Ich bin ja noch am Aufbauen quasi. Hier so die Stöcke brauchen wir auf jeden Fall, damit wir immer genug da in Lager haben. Sollen wir schon haben. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Baum fällen, das dürfen wir nicht vergessen. So, nehmen wir alles mit. Wie viel haben wir jetzt hier schon wieder? Bei Hemden sind sie. So, haben wir schon wieder 6, 7. Nahrungsmittel suchen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Oh, hier so ein Mandrake. Nehmen wir mal mit, kann man braten und essen. Und Pech haben wir in anderen Dimensionen oder so. Ich weiß nicht mehr, irgendwas war da. Ich mag mich da irgendwie dran zu erinnern. So, hier ist auf jeden Fall ein steiniges Gebiet hier, so ein Strand. Wir rennen einfach ein bisschen weiter. Essenstechnisch stimmt man natürlich noch nicht so auf der Höhe. Das wissen wir ja. Aber bis jetzt haben wir auch noch keine Feinde gesehen. Also von daher ist noch alles relativ easy peasy. Hier sind Spinnen. Und hier sind Büffel. Das ist aber eine weite Reise, die ich hier machen muss. Also wenn da ein Büffel ist und ich da oben Scheiße kriegen kann, dann ist das schon sehr gut eigentlich. Das ist auf jeden Fall gut. Perfekt. Hier ist auch ein Schweinski. Nimm mal die Scheißki mit. Oh, sind hier nur 2 Büffel? Ne, 3 sind noch da, okay. Das ist aber nicht viel Scheiße, lohnt sich da was das hingehen nicht. Das ist natürlich doof. Wäre besser gewesen, wenn hier mehr gewesen wären. Ha. Soll ich jetzt mein Lager nach hier oben verlagern? Eigentlich, was habe ich denn unten in meinem Lager bis jetzt stehen? Eine Science Machine und so ein anderes Ding, ne? So, komm mal her hier. Oh, helf mir mal, hau mal zu, genau. Jawohl. Danke. Perfekt. Gucken, ob da noch einer rauskommt. Da kommt noch einer raus. Komm. Rawr. Sehr schön. Ah. Komm her, mach das Ei kaputt. Ah, Spinnen, das nehmen wir mit. Das komische Monster-Meat. Ach, das können wir dir geben. Ah, oder drops einfach, genau. Hier, komm. Helf mir. Oh, zu viele. Ich sehe die nicht. Wo wir greifen an. Ah, jetzt für die Heilsalbe. Dann schmeißen wir mal das Monster-Meat weg. Ich heb das mal den da. Vielleicht verfolgt er mehr. Ah, it's good. I follow you. I follow you. Die Spinnnetze sind schon mal geil. Die haben wir schon mal. So, hier noch ein bisschen. Wollte ich mitnehmen. Ist aber kein Platz mehr für. Was schmeißen wir denn mal weg? Ich muss unbedingt noch. Ich muss ja noch. Das kann man noch zusammenlegen hier. Sehr gut. Oh, mehr Scheiße, das ist gut. Ich glaube, eigentlich sollte ich hier oben bei der Scheiße bleiben. Ehrlich jetzt. Aber dafür müssen wir natürlich schon einige Farmplots bauen auch. Um hier oben überleben zu können. Ah. Ja, es regnet. Was auch immer das bedeuten mag, aber es regnet. Jetzt werden wir wieder irgendwie durchnässt oder sowas. Oh shit, es wird schon dunkel. Wie weit ist das jetzt bis nach Hause? Aber das ist ein ganz schönes Stück, ne? Was habe ich bis jetzt gebaut? Ich habe bis jetzt doch nur die beiden Maschinen gebaut. Und es stehen ein paar drei Fallen rum. Ich könnte genauso gut hier oben noch so ein Zuhause aufmachen. Mit dem Buffalos hier oben und den einen Schwein ist es vielleicht eine ganz gute Gegend. Spinnen habe ich jetzt ja fertig gemacht. Ich müsste mich dann hier oben nochmal weiter umgucken. Vielleicht kann ich auch hier oben quasi mein zweiten Lager errichten oder so. Ich brauche auf jeden Fall Holz noch. Oh Mann, da habe ich ja fast vergessen. Schaut mal hier ein bisschen in die Bäume um. Auf jeden Fall ist hier oben Scheiße und Scheiße ist eigentlich ganz gut. Wenn ich diese Farmplots bauen will und sonst irgendwas. Und die Bären müssen auch mit Scheiße gedüngt werden. Und hast du nicht gesehen. Und ja. Da habe ich auch Scheiße. Wieso bin ich denn da Scheiße?
Rennen die hier auch durch die Felder, die Mammuts. Die Mammuts. Die Buffalos. Das hört sich noch ein schweres Gewitter an hier. I can't carry anymore. Achso, hier brauchen wir nicht. Schmeiß weg, ey. Drückt man die Space-Taste und will da irgendeinen Baum fällen, dann hebt er irgendwelche scheiß Gemüse-Sachen hier auf, ey. So. Erstmal Bäume fällen. Bäume fällen ist immer gut. Das machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Ich hoffe, ich kann ein Lagerfeuer anlegen. Ja, kann ich. Alles einsammeln. Jawohl. Und nächsten Baum. Einfach immer weiter. Da oben liegt schon wieder Scheiße rum. Das ist sehr gut. Nehmen wir natürlich noch mit. Oh, ein bisschen Gras haben wir auch noch mitgenommen. Da war die Spitzhacke kaputt. So, was machen wir jetzt? Wenn ich einen Blitz abkriege, bin ich tot, oder? Ich weiß nicht. Ist das so? Oh, böse Blumen. Böse Blumen. Ganz böse Blumen. I can't carry anymore. I can't carry anymore. Ja, schmeiß es weg. Ich mache sowieso hier so ein Lagerfeuerchen auf. Wenn ich irgendwo Platz finde. Zack. Feuer ist gut. Ja, ich weiß. It's always be good. Feuer. Hallo, ich will den eigentlich einpflanzen. Das ist so mein Plan. Plant. So. Oh, er schläft jetzt hier ruhig, ja. Irgendwie fühle ich mich gerade sehr nass. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern soll. Vielleicht mit dem Strohhut. Vielleicht schützt er mich mehr? Ich weiß es nicht. 25. Kann ich mal aufsetzen, vielleicht hilft das ja. 26. 27. 28. Nee, sieht nicht so aus, als würde es helfen. Naja. Das Schweinchen schläft. Jojo. Ich glaube, ich muss ja noch. Oh, bei Regen ist es schwierig, das Holz hier zum Brennen zu halten. Ich merke das schon. Das Wasser macht diese Flammen wieder kleiner. Ja, mit dem nassen Holz brennt halt so ein Feuer schlechter, ne? Oh, die Büffel schlafen ja auch alle. Sollte nicht ausgehen, das Feuer. Das ist sowieso nur so ein kleines. Der Regen darf mal aufhören, wäre ich jetzt für. Halt doch das Maul hier einfach in den Baum fällen jetzt. Dann ist die Nacht doch gleich schon wieder rum. Und ich kann mich hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich hier noch was Schönes, man weiß es nicht. Ja, ja, wenn wir die ganzen Bäume fällt, dann muss man auch wieder neu anpflanzen. So, jetzt wird gleich wieder Tag. Es regnet immer noch. Ich bin zu 36% durch den Nest. Und ich wollte hier noch durch ein bisschen durch den Wald streifen. Auch viel Essen habe ich auch nicht mehr, ne? Hatte ich nicht noch Beeren? Mh, lecker. Frischen wir uns mal ein bisschen mit dem Morsel auf. Oh, shit. Das hätte ich nicht tun sollen, oder? Guck, Mandrake, ja, ich habe einen Tag übersprungen jetzt. Und mir geht's gar nicht gut. Jetzt erinnere ich mich wieder, dass man das nicht machen sollte. Ja, jetzt ist es zu spät. Hier gibt es einen Google-Google-Vogel, ich höre ihn schon. Da ist, was ist das für ein Baum da? Was ist denn das da? Will ich das wissen? Ich weiß nicht, will ich das wissen oder nicht? Hier gibt es Spinnen. Da muss der Baum sein. Ah, da. Examine Totally Normal Tree. Hm, totaler, normaler Baum. Was passiert, wenn ich den fälle? Ich probiere das natürlich aus, ist ja klar. Ein bisschen Spaß muss sein. Living Log. Okay, das kann man nicht weiß, wofür ich das brauchen kann. Zwei Living Log, das ist schon mal ganz gut. Das braucht man doch, glaube ich, um diese Statue zu bauen von sich selber, ne? Ich
meine, noch wäre das. Aber diese Bäume, die ich hier habe. So, habe ich genug Holz noch mitgemacht. Na, das Feuer brennt ja immer noch. Bleibe ich noch eine Nacht hier, würde ich sagen, ne? So. Aber ich habe nichts mehr zu essen. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Ich habe da Beeren, ein paar. Hier ist ein Grab. Soll ich mal nachgucken oder besser nicht? Guck mal nach. Can't carry any more stuff. Oh, es wird gleich Nacht. Ich sollte wieder zurückgehen. Ich sollte wieder zurück, ne? Oh, hier gibt's. Das kann man bestimmt mal eben braten noch. Muss das ausgerechnet jetzt passieren mit dem Werwolf? Oh, ein Geist fliegt ja auch rum, geil. Wer ist stärker, ein Werwolf oder... Wenn ich ihn sehen würde. Ich möchte nicht die Büffel angreifen, okay. Das Fleisch, das brate ich mir doch mal eben schnell. Mh, lecker. Und eins nehme ich mal bitte ungebraten mit. Sollte mal hier schnell ein bisschen Feuerholz draufschmeißen. So rum war es richtig, ne? Ja. Schade, mein Schwein ist tot, aber dafür haben wir hier mit Vollmond, ne? Da, genau, da hätten wir dran denken müssen. Haben wir auf jeden Fall, ja, haben wir auf jeden Fall. Mal ein bisschen bekommen. Auch das Vollmond, da kann man draus rumrechnen, weil es nicht dunkel wird, quasi. Ah, das ist ja geil. Ist da hinten noch so ein Baum? Oh, das ist doch der, den ich gefällt habe, oder? Da wächst der nach. Oh, hier ist noch ein bisschen Scheiße, nehmen wir natürlich mit. Blühwürmchen, ich habe keinen Kescher. Brauche ich überhaupt nicht versuchen. Kann ich den noch ausbuddeln? Oh, und schon habe ich drei davon. Jetzt ist hier aber nichts mehr zu holen, ne? Ne, jetzt haben wir alles. Diesen oh, schon ein mittelgroßes Spinnennest. Ja, ich sollte vielleicht... Ja, hier sind überall Spinnen. Ich sollte vielleicht nicht des Nachts hier rumlaufen. Was ist das für ein grüner Pilz hier? Was ist das? Ja. Ich fühle mich hier gar nicht gut gerade. Pilzbäume, die kenne ich noch nicht. Ich gehe mal einfach hier weiter, es wird vielleicht sowieso Tag. Gott sei Dank, wo sind wir denn hier? Okay, Pilzbäume. Ja, warum nicht? Was ist das hier? Pick Evil Flower. Ne, ne, Evil Flower. Fan von halten, ganz einfach. Ich würde mal normale Blumen pflücken wollen. Oh Gott, hier unten ist Ende. Okay, also das ist hier so ein ganz böser Wald eigentlich. Ein ganz böser Wald, da wollen wir nicht lange bleiben, da gehen wir jetzt am besten wieder weg. Wir rennen jetzt wieder zurück in unser Lager. Das war so ein kleiner Ausflug, den wir hier gemacht haben. Im Main haben wir ein paar Stöcke mitgebracht und hier Living Wood, das ist schon mal ganz gut. Ja, und dann kann ich mal gucken, ob ich bald meine Statue bauen kann, damit ich ein bisschen überleben kann. Denn wir wollen euch ja noch einiges hier, will ich euch noch einiges zeigen bei diesem Spiel. Hier sind Pflauen, warum nehmen wir die nicht mit? Komm her, pick mal die Pflauen. Das sind jeweils 5 für meinen Gedächtniszustand. Kann man schon mal machen, ne? So. Wenn ich jetzt das Moonbreak esse, was passiert dann? Ich weiß es nicht mehr. Da oben war noch eine Blume, aber macht nichts. Wir sind schon über 120. Aha, dann nehmen wir mal eine Blume noch mit. Danke. Holz haben wir auch erstmal wieder genug. Was ist das denn hier? Pick up Rot. Ne, lass mal. Rotz brauchen wir nicht. Oder was auch immer. Der Weg ist echt ein bisschen weit hier für die Scheiße. Das lohnt sich nicht. Und wenn da oben dann viel wäre, ne? Aber es ist ja nicht viel. Ich finde nur so ein ganz klein bisschen. Moment, wo habe ich das aber nicht angelegt? Ich habe das eher so angelegt. Okay. So, dann müssen wir mal hier mit der Puh, mit der Scheiße, fertilizen. Damit hier auch das Gras ein bisschen nachwächst. So, kann ich noch 3 Graspflanzen hinbauen.
dahin und dahin. Die kann ich auch alle fertilisieren. Und dann habe ich aber dafür eine Grasproduktion. Stöcke auch kriege ich ja hier unten. Die müssen zwar erstmal wachsen, aber wenn die gewachsen sind, kriege ich sie hier unten. Mal anpflanzen hier grün. Grün, 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 grün. Na, was ist denn jetzt los schon wieder? Haben wir alle eingepflanzt? Ne, da unten sind noch zwei. Grün, grün. Komm, jetzt wieder auf, pflanzt alles ein. Haben wir jetzt gemacht, okay. Das wird schon mal ganz gut. Hallo. Liebe Falle, hallo. Der Mord war schon lange drin, scheinbar ist schon fast schlecht geworden. So, das machen wir auch noch. Oh, wir haben schon wieder maßlos überzogen hier. Ich mache mal eben noch die Falle leer. Hier da oben auch. Und dann werde ich die Aufnahme beenden. Dann machen wir einfach in der nächsten Aufnahme weiter. Ihr kennt das ja schon. Genau, wir sind wieder zurück im Hauptlager. Wir haben einiges mitgebracht. Wir haben aber noch viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun. Gut, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.